Hola, liebe Schülerinnen und Schüler. Hier ein neues, kleines, kurzes Video zum Thema lineare Gleichungen und Ungleichungen. Ich möchte Ihnen nochmal die Grundlagen erklären und erläutern. Es geht vor allen Dingen nochmal darum, zu wiederholen, wie geht man mit solchen Klammern um? Wie geht man damit um, dass eine Zahl vor einer Klammer steht? Oder wie hier im zweiten Beispiel, dass da ein Minus vor der Klammer steht? Wie geht man mit Aufgaben um, wo zwei Klammern vorhanden sind oder sogar zwei Klammern und eine Zahl davor. Also hier einfach nochmal ganz kurz die Vorgehensweise erläutern. Auch zum Thema Ungleichungen. Wir sehen hier eine Ungleichung. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und wir beginnen mit dem ersten Beispiel. Das ist dieses Beispiel. So, wir beginnen mit der linken Seite, denn die rechte Seite, die ist schon vollständig aufgelöst. Auf der rechten Seite, da gibt es keine Klammern. Da steht nur noch das X und die Zahl. Das heißt also, diese Seite ist schon so einfach wie möglich gehalten. Auf der rechten Seite müssen wir jetzt noch ein bisschen was tun. Zunächst erstmal haben wir hier dreimal eine Klammer. Und da lösen wir die Klammer auf, indem wir alles in der Klammer mit der 3 multiplizieren. Also 3 mal 3x sind 9x und 3 mal minus 2, immer das Vorzeichen mitnehmen, 3 mal minus 2 ist minus 6. Das wäre die erste Klammer. Und nach demselben Prinzip gehen wir quasi bei der zweiten Klammer vor. Nur ist es hier, sag ich mal, ein bisschen anders, denn hier steht jetzt gar keine Zahl davor. Also ich habe hier zwar ein bisschen Platz gelassen, hier steht nur ein Minus vor der Klammer. Bedeutet aber nichts anderes als minus 1 mal die Klammer. Wir müssen also alles mit minus 1 multiplizieren. Als Merkregel kann man sich auch merken, dass bei einem Minus vor der Klammer alle Vorzeichen in der Klammer umgedreht werden. Das zeige ich Ihnen ganz kurz. Also wir rechnen minus 1 mal 2 ist minus 2. Wir rechnen minus 1 mal minus 8x. Minus und Minus wird plus. Und einmal 8x sind 8x. Und wie Sie sehen, aus der 2 wird minus 2, aus minus 8x wird plus 8x. So, die Vorzeichen drehen sich also entsprechend um. Und den Rest können wir so stehen lassen. Genau. So gehen Sie also mit diesen einfachen Klammern um, wenn eine Zahl davor steht. Das machen die natürlich genauso, wenn da Bruchrechnungen oder Brüche dabei sind. Das heißt, da müssten sie mit Brüchen multiplizieren. Das erkläre ich aber jetzt nicht nochmal. Aber das Prinzip ist ein ganz einfaches. Sie rechnen also hier nochmal 3 mal 3x sind 9x und die 3 mal minus 2 sind minus 6. Zweiter Schritt, wir fassen zusammen. Da kann ich hier und hier 9x und 8x zusammenfassen sind 17x und wir haben hier minus 6 minus 2. Auf die Vorzeichen achten, die muss man mitnehmen. Also wir rechnen minus 6 minus 2 ist minus 8. So. Und wenn wir eine lineare Gleichung vereinfacht haben, wenn wir alle Klammern aufgelöst haben, wenn wir alles zusammengefasst haben, was auf beiden Seiten zusammenzufassen geht, dann bleibt genau so was übrig. Auf beiden Seiten steht eine Zahl mit x, auf beiden Seiten steht eine Zahl ohne x. Das ist eigentlich so das Größte an der linearen Gleichung, was am Ende übrig bleiben kann. Und das lösen wir jetzt in drei Schritten. Wir holen das x auf die eine Seite, wir holen die minus 8 auf die andere Seite und am Ende müssen wir noch durch eine Zahl teilen. Also, erster Schritt, ich rechne plus 8, um die minus 8 auf die rechte Seite zu bringen. Bleiben auf der linken Seite 17x übrig, ist gleich, die 19x bleibt unberührt, denn wir dürfen 19x nicht mit der 8 zusammenfassen, das sind Äpfel, das sind Birnen, also die Zahl mit x wird nicht mit der Zahl ohne x zusammengerechnet. Und am Ende steht minus 1 plus 8 ist gleich 7. Zweiter Schritt, wir haben die Zahlen nach rechts geholt, das heißt, wir müssen jetzt die 19x nach links holen. Und dazu müssen wir minus 19x rechnen, weil es positiv ist, wird jetzt minus 19x gerechnet. Damit verschwinden die auf der rechten Seite. Es bleibt die 7 übrig.
Und auf der linken Seite können wir rechnen, 17x minus 19x sind minus 2x. Da sind wir schon fast am Ende. Wir dividieren jetzt durch minus 2. Hier steht minus 2 mal x. Wir müssen die minus 2 wegrechnen. Also wird geteilt durch minus 2 gerechnet. Dann bleibt auf der linken Seite nur das x übrig. Und auf der rechten Seite rechnen wir 7 geteilt durch minus 2. Das kann man nicht kürzen, ist minus 7 halbe oder minus 3,5. Aber ich bevorzuge die Bruchschreibweise. So, das war Beispiel 1. Kommen wir zu Beispiel 2 nach demselben Prinzip, nur ein bisschen größer von der Gleichung her. So, zweites Beispiel. Ich beginne wieder zunächst mit dem Auflösen der Klammern. Die erste Klammer, da steht eine 12 davor, hier steht ein Mal dazwischen, also rechne ich 12 mal minus 1 ist minus 12 und ich rechne 12 mal x ist plus 12x. Zweite Klammer. Da steht ein Minus vor der Klammer, haben wir kennengelernt. Minus vor der Klammer heißt, entweder mit minus 1 multiplizieren oder einfach alle Vorzeichen umdrehen. Also minus 1 mal minus 3x wird zu plus 3x und minus 1 mal 9 wird zu minus 9. Die minus 4x hier am Ende, die bleibt einfach nur stehen. Fertig. Die rechte Seite muss man ein bisschen aufpassen. 4 plus 4, nichts rechnen, denn Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Wir rechnen erstmal die Klammer aus. Das heißt, wir müssen erstmal die 4 mal die Klammer rechnen, bevor wir mit der 4 hier vorne arbeiten können. Das heißt also, die 4 hier vorne bleibt stehen und wir multiplizieren jetzt diese Klammer aus. 4 mal minus 3 sind minus 12 und 4 mal 3x sind plus 12x. An der Stelle ein kleiner Hinweis, bitte noch nicht umstellen. Also es gibt immer dann so Fälle, wo jetzt angefangen wird, das x auf die linke Seite zu holen, die Zahlen auf die rechte Seite. Bitte fassen Sie hier erstmal alles zusammen, was geht. Also ich kann zusammenfassen. Die 12x mit den 3x und mit dem minus 4x. Das kann man alles zusammenrechnen. 12 plus 3 ist 15, minus 4x ist 11x. Und natürlich dasselbe Spiel nochmal mit den Zahlen. Da haben wir hier minus 12 und hier minus 9. Minus 12 minus 9 ist minus 21. Ist gleich. Und auf der rechten Seite machen wir dasselbe. Wir räumen quasi erstmal auf, indem wir alles zusammenfassen. Und auf der rechten Seite können wir 4x minus 12 rechnen. Entschuldigung, 4 minus 12. 4 minus 12 ist minus 8 und die 12x dahinter, die bleiben einfach stehen. Und dann sind wir jetzt genau an dem Punkt, wie hier oben schon mal. Es sind wieder vier Sachen, die da sind. Zweimal eine Zahl mit x, zweimal eine Zahl ohne x und wir stellen um. Einmal hole ich die 21 nach rechts, indem ich plus 21 rechne. Dann haben wir hier 11x ist gleich minus 8 plus 21 ist 13. Rechne mit negativen Zahlen, muss man ein bisschen aufpassen. Plus 12x. Ich rechne minus 12x, um die nach links zu holen. Dann steht hier minus 1x ist gleich 13. Und ganz wichtig, das Minus muss noch weg. Also geteilt durch minus 1 rechnen. Dann bleibt hier übrig x ist gleich und 13 geteilt durch minus 1. Da ändert sich nur das Vorzeichen, ist minus 13. Kommen wir nun zum Beispiel, kommen wir nun zum Beispiel Nummer 3. Beispiel Nummer 3 ist jetzt eine Ungleichung. Das sehen Sie also an den Zeichen hier in der Mitte, beziehungsweise jetzt nicht genau in der Mitte, aber da, wo normalerweise das ist gleich steht, steht jetzt ein größer Zeichen und ein kleiner oder ein kleiner Zeichen. Ungleichungen lösen Sie erstmal prinzipiell genauso wie lineare Gleichungen. Sie lösen alle Klammern auf, Sie fassen alles zusammen und stellen nach x um. Es gibt nur eine Regel, die Sie beachten müssen. Die bezieht sich auf dieses Zeichen. Dieses Zeichen müssen Sie nämlich immer dann umdrehen, wenn Sie mit einer negativen Zahl dividieren oder multiplizieren. Das passiert aber in der Regel eigentlich nur im letzten Schritt, weil nur da
teilen wir ja die Gleichung durch eine Zahl. Und wenn diese dann negativ ist, müssen wir das Zeichen umdrehen. Das werde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Aber wir beginnen erstmal genau wie immer. Wir lösen erstmal die Klammer auf. Also minus 4 mal 2x sind minus 8x. Und minus 4 mal minus 3 ist plus 12. Minus 2 mal 5 ist minus 10. Minus 2 mal minus 4x ist plus 8x. Die minus 3x bleiben erhalten. Und hier haben wir eine Minus vor der Klammer stehen. Das heißt also, mit minus 1 wird multipliziert. Wir drehen wieder alle Vorzeichen um. Minus 1 mal minus x ist plus x. Und minus 1 mal 20 ist minus 20. Das größer bleibt erhalten und minus 1. Dann haben wir auf der linken Seite, wir fassen erstmal zusammen, minus 8x plus 8x, das verschwindet. Kann man quasi rauskürzen. Minus 8 plus 8 ist ja 0. Bleibt noch übrig, minus 3x plus 1x sind minus 2x. Und wir haben 12 minus 10 ist 2. Minus 20 ist minus 18. Ist größer minus 1. Jetzt stellen wir um, indem wir plus 18 rechnen. Damit verschwindet die minus 18. Es bleibt auf der linken Seite übrig minus 2x. Das größere Zeichen und minus 1 plus 18 ist 17. Und jetzt kommt genau der Schritt. Wir dividieren ja jetzt durch minus 2. Wir teilen also durch eine negative Zahl. Dann haben wir auf der linken Seite x. Auf der rechten Seite haben wir minus 17 halbe. Und weil wir durch eine negative Zahl geteilt haben, müssen wir dieses Zeichen von größer auf kleiner umdrehen. Ende. Damit haben wir die Gleichung gelöst. Kann ich Ihnen auch noch mal ganz kurz erklären, warum das so ist, damit Sie sich das vielleicht besser merken können. Als Beispiel: 8 ist größer als 3. Da stimmen Sie alle ja zu. Wenn ich jetzt das Ganze mit einer negativen Zahl multipliziere, mit minus 1, dann habe ich auf der linken Seite minus 8 und auf der rechten Seite minus 3. Im negativen Bereich ist die minus 8 aber nicht mehr größer als minus 3. Im negativen Bereich ist die minus 8 die kleinere Zahl und deswegen muss ich dieses Zeichen umdrehen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie geteilt durch minus 1 rechnen, da passiert das Gleiche. Was Sie hier auch nicht mehr dürfen, ist einfach mal die Seiten vertauschen. Also bei Gleichungen, bei linearen Gleichungen, als Beispiel, wir haben 4x plus 8 ist gleich 12x minus 8, nur als Beispiel. Und ich stelle jetzt um, ich kann es ja auch andersrum umstellen, ich hole die 4x auf die rechte Seite, minus 4x, dann haben wir auf der rechten Seite 8x minus 8 und hier die 8 und rechne plus 8, dann habe ich hier 16 ist gleich 8x und jetzt dividiere ich ja durch 8 und dann dreht man das Ganze gerne um, also das Ergebnis wäre jetzt x ist gleich 8, nee, Entschuldigung, 16 durch 8 ist natürlich 2. Beziehungsweise man dreht das gerne um zu x ist gleich 2. Das dürfen die bei Ungleichungen natürlich nicht so einfach machen. Wenn Sie bei Ungleichungen die Seiten tauschen, dann müssen Sie auch wieder das Ungleichzeichen entsprechend mitdrehen. Wenn wir also als Beispiel hier stehen haben, größer, 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 dann steht hier 2 ist größer x. Wenn Sie das jetzt umdrehen, müssen Sie auch das Zeichen mit umdrehen, dann zu kleiner. Denn wenn man das von rechts nach links liest, ist x kleiner als 2. Das ist also ganz wichtig, weil man das ja bei Gleichungen gerne mal macht, dass man einfach mal die Seite tauscht. Das kann man ja auch machen, muss aber dann das Ungleichzeichen mit entsprechend drehen. Kommen wir zum vierten Beispiel. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel, bei dem wir auch mal mit zwei Klammern arbeiten müssen. Das hat man jetzt noch nicht. Auch hier nochmal die Erklärung, wie geht man mit solchen Geschichten um. Zunächst erstmal die 1 hier vorne hat überhaupt gar keine Bedeutung für die Klammern. Da steht 1 plus und dann kommen die beiden Klammern.
Das heißt also, Punktrechnung geht ja vor Strichrechnung. Das heißt, die beiden Klammern haben Vorrang und weil dazwischen ein Mal steht. Und deswegen kann man die 1 hier vorne erstmal ignorieren, bleibt erstmal stehen. Und da ein Plus steht, kann ich jetzt auch entsprechend sofort das Ergebnis aufschreiben. Wenn davor nochmal eine Zahl steht oder eine Minus, das werden wir dann nachher sehen im anderen Beispiel, dann muss man nochmal ein bisschen was beachten. Hier ist es also so, wir multiplizieren jetzt alles, was in der Klammer steht, mit allem, was in der Klammer steht. Und das sieht dann wie folgt aus. Minus 1 mal minus 3x. Minus und Minus wird plus. Das war hier ein bisschen voreilig. Minus 1 mal minus 3 wird plus 3x. Und wir haben minus 1 mal 5 ist minus 5. Und als zweites multiplizieren wir das x mit minus 3x. X mal minus 3x ist minus 3x. Quadrat. Also wir rechnen das Vorzeichen, plus mal minus wird minus, wir haben die 3 und wir rechnen x mal x ist x hoch 2. Und wir haben minus x mal 5 ist plus 5x. Dann haben wir hier plus 3x ist gleich. Ganz wichtig, das x Quadrat, man darf sich halt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Natürlich behandeln wir gerade lineare Gleichungen, also das x Quadrat müsste in der ganzen Rechnung am Ende noch verschwinden. Das werden wir vielleicht gleich noch sehen. Aber Sie müssen wissen, was Sie dürfen. Zum Beispiel dürfen Sie jetzt nicht dieses 3x Quadrat, dieses minus 3x Quadrat mit 5x zusammenfassen oder mit den 3x. Ja, auch hier gilt dieselbe Regel. Sie dürfen nur x Quadrat mit x Quadrat zusammen addieren oder subtrahieren. Sie dürfen nur x mit x zusammen addieren bzw. subtrahieren und die dürfen nur Zahlen mit Zahlen zusammen addieren bzw. subtrahieren. So, bevor wir aber zusammenfassen, die rechte Seite. Da haben wir erstmal die 4, wir haben die 31x, wir haben das minus x Quadrat und jetzt haben wir, da muss man aufpassen, wir haben hier 2 mal die Klammer mal die Klammer. Hier muss man also das kann man nicht in einem Schritt lösen. Da muss man schon sich mal die Zeit nehmen, dass man das in zwei Schritten löst. Als allererstes löse ich die beiden Klammern auf. Ich empfehle immer erstmal die beiden Klammern aufzulösen. Sie könnten auch als allererstes mit der 2 multiplizieren, würden aber dadurch größere Zahlen erhalten und hätten dann in der Folgerechnung mit größeren Zahlen so arbeiten, was natürlich jetzt bei der 2 nicht so schlimm klingt, aber ihr könnt ja auch einen Bruch stehen oder eine 8. Und wenn Sie dann mal 8 multiplizieren, dann müssen Sie in der Klammer dann auch mit größeren Zahlen multiplizieren. Deswegen empfehle ich immer erstmal die 2 davor, die lassen wir erstmal stehen. Plus 2 mal, hier steht ja mal. Und dann muss ich jetzt aber alles, was aus diesen beiden gelben Klammern herauskommt, nochmal in Klammern schreiben, weil wir das alles noch mit der 2 multiplizieren müssen. So, dann beginnen wir, die Klammer auszumultiplizieren, genauso wie auf der linken Seite. 1 mal minus 9 ist minus 9. 1 mal minus x ist minus 1x. Und wir haben x mal minus 9 ist minus 9x. Und wir haben x mal minus x ist minus. Und x mal x ist x Quadrat. Das muss jetzt alles nochmal in Klammern stehen, weil wir das Ganze noch mit der 2 davor multiplizieren. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Also, das bleibt alles so stehen. Und wir rechnen jetzt alles mal 2. Also 2 mal minus 9. Halt, machen wir erstmal noch nicht. Ich empfehle auch hier nochmal, fassen Sie die Klammer noch zusammen. Da fällt nämlich auf, dass ich hier minus 1x minus 9x zusammenrechnen kann. Das heißt also, wir haben hier minus 9. Wir haben minus 1x minus 9x sind minus 10x und wir haben das minus x Quadrat. Und erst jetzt mit 2 multiplizieren, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn wir es umgekehrt gemacht hätten, aber so ist es ein Tick einfacher. Also, das hier vorne bleibt alles stehen. Jetzt multiplizieren wir mit 2. Also 2 mal minus 9 ist minus 18, 2 mal minus 10x ist minus 20x. 2 mal minus x ist minus 2x. Auf der rechten Seite bleibt das alles so erhalten. Man könnte auch schon
Zusammenfassen habe ich jetzt noch nicht gemacht. Machen wir jetzt. Jetzt fassen wir erstmal alles zusammen. Wir ordnen das Ganze ein bisschen. Ich beginne immer mit x Quadrat. Also auf der linken Seite habe ich diese minus 3x Quadrat und sonst kein x Quadrat weiter. Also minus 3x Quadrat. Wir haben 5x, Entschuldigung, 3x plus 5x plus 3x. Das sind insgesamt 11x plus 11x. Und wir haben als letztes die 1 minus 5 sind minus 4. Ist gleich. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier drei Sachen. Mit dem x Quadrat, mit dem x und den Zahlen. Auf der rechten Seite dasselbe Prinzip. Ich fange an mit dem x Quadrat. Minus x Quadrat. Da fällt mir auf, hier hinten. Der eine Hand hat vielleicht schon gemerkt, das ist natürlich 2 mal minus x Quadrat ist minus 2x Quadrat. So, dann haben wir hier minus x Quadrat, minus 2x Quadrat sind insgesamt minus 3x Quadrat. Wir haben 31x minus 20x sind 11x. Und wir haben 4 minus 18, 4 minus 18 ist minus 14. So, jetzt denken wir natürlich erstmal, das ist doch gar keine lineare Gleichung wegen dem x Quadrat, aber wir sehen, dass auf beiden Seiten minus 3x Quadrat steht. Wenn wir jetzt auf beiden Seiten plus 3x Quadrat rechnen, dann verschwindet das auf beiden Seiten und das, was übrig bleibt, ist eine lineare Gleichung. Und in unserem Fall sogar noch ein Sonderfall, den ich auch gerne mal zeigen wollte, nämlich folgender. Wir sehen auch, dass die 11x auf beiden Seiten gleichermaßen vorhanden sind. Rechnen wir jetzt minus 11x, verschwindet das ebenfalls auf beiden Seiten, so dass übrig bleibt minus 4 ist gleich minus 14. Das ist natürlich eine Falschaussage. Minus 4 ist ja nicht gleich minus 14 und deswegen ist die ganze Gleichung nicht lösbar. Ja, kommen wir zum letzten Beispiel. Auch hier nochmal dieses Szenario, zwei Klammern und eine Zahl davor oder auf der rechten Seite zwei Klammern und ein Minus davor. Auch hier muss man ein bisschen was beachten und das möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Also, die minus 2x bleiben erstmal stehen. Die plus 6 ebenfalls. Und wir schreiben alles, was jetzt aus diesen beiden Klammern herauskommt, wieder in Klammern, weil wir das Ganze ja noch mit der 6 multiplizieren müssen. Also hätten wir 2 mal 4x sind 8x. Wir hätten 2 mal minus 2 ist minus 4. Wir haben 4x mal 4x ist plus 16x Quadrat und wir haben 4x mal minus 2 ist minus 8x. So, den Rest lassen wir erstmal stehen. Plus 1 plus 2x Quadrat ist gleich. Ich bleibe erstmal auf der linken Seite. Jetzt würde ich im nächsten Schritt erstmal die Klammer mir genauer anschauen. Da habe ich hier 8x und wir haben hier minus 8x. Das verschwindet natürlich. Kann man also herausstreichen und es bleibt übrig minus 2x plus 6 mal Klammer auf und in der Klammer bleibt übrig minus 4 plus 16x Quadrat. Auf der rechten Seite haben wir 1, Entschuldigung, also hinter der Klammer haben wir noch plus 1 plus 2x Quadrat. So, jetzt lösen wir die Klammer ganz klassisch auf, so wie wir das in den ersten Beispiel gemacht haben. Wir haben also mit 6 zu multiplizieren. 6 mal minus 4 ist minus 24. 6 mal 16, das sind 60. Und 6 mal 6 sind 36. Also plus 96x². Der Rest bleibt stehen. Also minus 2x plus 1 plus 2x². Und dann fassen wir noch alles zusammen. Hier empfiehlt sich immer, den Potenten nach zu sortieren, also den Exponenten von x. Ich beginne mit dem x Quadrat. Da haben wir 96x² und 2x².
sind insgesamt 98 x Quadrat. Wir haben minus 2x und sonst kein weiteres lineares x, also minus 2x. Und wir haben minus 24 plus 1 ist minus 23. Erstmal quadratisch, aber wir schauen mal, was uns die rechte Seite so liefert. Wir beginnen. Das Minus vor der Klammer lasse ich erstmal stehen. Das ist wieder wie eine minus 1 zu betrachten, die davor steht. Und man könnte quasi auch hier minus 1 mal Klammer aufschreiben. Und jetzt lösen wir erstmal die beiden Klammern wieder auf. Müssen aber das Ergebnis wieder in Klammern schreiben, wegen dem Minus davor. Und da hätten wir minus 1 mal minus 9 ist plus 9. Die plus 9, also das Plus kann ich natürlich weglassen, ist 9. Minus 1 mal minus 2x wird zu plus 2x. 49x mal minus 9. Oh, jetzt müssen wir 49 mal 9 rechnen. Das ist auf jeden Fall minus wegen der minus 9 und müssen 49 mal 9 rechnen. Da kann man sagen, ich rechne 9 mal 50 sind 450 und 9 mal 1 sind ja 9. Das ziehen wir noch ab. Weil es ja nur 49 sind, sind wir bei 441. Also minus 441 x. Und minus 49 mal minus 2x sind minus 98 x Quadrat. So, Klammer zu, minus 437x minus 3. Auch hier wieder schaue ich mir erstmal die Klammer genauer an und sehe, ich kann doch hier noch die beiden Sachen zusammenrechnen. 2x minus 441x. Und dann habe ich minus, Klammer auf, die 9. 2 minus 241 sind minus 339x und die minus 98 x Quadrat bleiben natürlich stehen. Hier hinten geht es weiter mit 437x und minus 3. Und jetzt lösen wir das Minus vor der Klammer auf. Dazu also wieder die Erinnerung, das ist mit minus 1 multiplizieren oder wir drehen alle Vorzeichen um. Das heißt also für uns, aus der 9 wird minus 9, aus minus 339x wird plus 339x und aus minus 98x Quadrat wird plus 98x Quadrat. Die beiden Sachen hier hinten bleiben stehen. Und jetzt können wir wieder zusammenfassen. Da haben wir 98x Quadrat. Wir haben 339x minus, mir fällt gerade auf, das sind nicht 339, sondern 439. Wenn ich 2x minus 441 rechne, ist natürlich minus 439. Das Ganze wird umgedreht zu plus 439. 439 minus 437, da bleiben 2x übrig. Und so. Und als letztes noch minus 9 minus 3 ist minus 12. Jetzt sehe ich auf beiden Seiten kommt 98x Quadrat vor. Das heißt, wir können das rausstreichen und können jetzt nach x umstellen. Dazu rechne ich plus 23, um die minus 23 auf die rechte Seite zu holen. Dann bleiben hier übrig minus 2x ist gleich. Und hier 2x minus 12 plus 23 ist plus 11. Ich rechne minus 2x, um die 2x nach links zu holen, sind wir bei minus 4x ist gleich 11. Und ich dividiere durch minus 4, dann ist x gleich minus 11 Viertel. Das kann man auch nicht kürzen, so minus 2,75 dann. Ja, das war nochmal eine ganz kurze Erklärung zu linearen Gleichungen und Ungleichungen. Nutzen Sie meine Übungen, um das Ganze
zu sichern und zu festigen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte.